Lord Pappnase. Erzähl mir nicht so. Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Das letzte Mal haben wir ein paar Nebenquests gemacht, unter anderem die Blutkelch-Quest. Und wir haben jetzt nicht mehr so viel offen. Wir haben jetzt noch die Quest von Hannah, gefälschte Minenanteile und die Suchenden. Und ich würde vorschlagen, wir gehen mal direkt zu Hannah, weil sonst vergesse ich die Quest wieder. Und geben noch die Karte ab, die wir letztes Mal geholt haben. Und dann kümmern wir uns um die Minenanteile. Minenanteile klingt, glaube ich, sinnig. Ich muss da, glaube ich, immer noch alle Händler abklappern, um die Minenanteile alle zu haben. Sollte aber kein größeres Problem werden. Jetzt ist mir... Irgendwie ist mir das Mikrofon heute so niedrig. Warte mal. So. Ich glaube, so ist besser. Hallo, ich bin der Nase. Karte abgeben. Lass doch mal gucken. Hab heute so einen Druck in den Mund, ich muss gleich mal was trinken. Meinst du dieses Schriftstück? Ja, genau das habe ich gesucht. Danke. Was ist meine Belohnung? Nicht so hastig. Hier hast du dein Gold. Sehr schön. Dann haben wir die Quest auch. Und für die Minenanteile, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, wie gesagt, die Quest ist schon ewig her, dass ich dieses letzte Mal gemacht habe. Da muss ich einfach gucken, welcher Händler noch Minenanteile hat. Hey. Und ihm die abkaufen. Scheinbar. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Schlimme Zeiten sind das. Kann auch gut sein, dass ich schon alle durch habe. Er arbeitet auch den. Aber zur Sicherheit schaue ich nochmal. Such dir was. Das ist mal wieder typisch. Ja, die haben alle nichts mehr. Von. Das weiß doch inzwischen jeder. Was haben wir bei ihm hier noch? Er arbeitet auch den ganzen Tag. Sein Geldbeutel kann ich auf jeden Fall noch mopsen. Irgendwer muss die Arbeit. Zeig mir. Der hat auch keine Minenanteile. Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? Akon vielleicht? Was du nicht sagst. Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? Es ist mir. Aber er hat noch einen. Sehr schön. Wo hast du die Minenanteile her, die du verkaufst? Tut mir leid. Das kann ich dir nicht sagen. Ist mir zu gefährlich. Okay, okay, okay. Wir haben ihn ja schon. Das war ja Salandril. Zur Sicherheit gehe ich jetzt auch mal noch zu den Handwerksmeistern. Nicht, dass die auch irgendwie Minenanteile noch bei sich haben. Weil das sind eigentlich ganz schlimme Finger hier, die Handwerksmeister. Die vergisst man gerne mal. Da denkt man immer, das sind die lieben Leute, aber das sind sie gar nicht. Das sind die Bösen. Okay, hier leider nichts. Was ist eigentlich mit unseren Lernpunkten aus? Stufe 34, okay. Ich glaube, das Maximale, was jemand mal erreicht hat, war Level 59. Das finde ich halt schon krass. Wir sind gerade mal ungefähr bei der Hälfte. Zeig mir das. Es ist gut, dass du deine Vorräte nochmal auffrischst. Wer weiß, ob die Stadt nächste Woche noch steht. Ja, da hat nämlich auch noch einen Minenanteil. Du hast Minenanteile in deinem Sortiment. Wer hat sie dir verkauft? Minenanteile? Ups, wo kommen die denn her? Keine Ahnung, wie ich daran gekommen bin. Ehrlich nicht, Ehrwürdiger. Das ist so ein Zufall aber auch. Die sind mir in die Tasche gerutscht. Ah, Matteo, das alte Schlitzohr. Es war ja mal wieder klar. So, hat Bosper auch was? Ah. Der Bosper hat sich auch übers Ohr hauen lassen? Alter Bosper, ich bin schon ein bisschen enttäuscht. Ich sehe, du hast Minenanteile zu verkaufen. Davon weiß ich nicht. Von mir aus kannst du sie haben. Okay, aber wenn die welche haben, dann schaue ich auch mal bei den Händlern. Oder bei dem letzten Händler in der... im oberen Viertel nach. Weil dann hat der bestimmt auch was. Könnte ich allgemein mal gucken, was der so bei sich hat in Kapitel 5. Vielleicht ein paar schnucklige Dränge der Geschwindigkeit? Ich komme mir so komisch vor, als Feuermagier den Akrobatiksprung zu haben. Zeig mir deine Ware. Nee, der hat tatsächlich nichts. Dränge der Geschwindigkeit. Na, okay. Wird schon passen. Dann lasst uns doch mal ganz fix ins Kloster teleportieren und gucken, ob wir die Questline abschließen können.
Hier sind die Teleporter. Ich kann das nicht klappen. Und schwuppdiwupp. Hüpf. So ein Mario-Sound wäre geil. Das wäre eine super Mod. Immer wenn der Held springt, kommt so ein Mario-Sound. Wui. Wahoo. Genau das habe ich auch gesagt. Verschwinde! Das ist eine schlimme Sache. Jahu! Ich habe einige Minenanteile ausmachen können. Sehr gut. Du musst sie alle aus dem Verkehr ziehen. Das ist Gift für das Noch Volk. Noch vier Bring Stück? Sie mir alle her. Hier, ich gebe dir die Mittel dazu. Noch vier übrig. 1800 Gold. Holy shit. Ich weiß, wer die Minenanteile in Umlauf gebracht hat. Es war Salandrill, der Alchemist im oberen Viertel der Stadt. Dann bring ihn hierher. Wir haben mit ihm zu reden. Ist das wirklich wahr? Salandrill ist hier im Kloster. Gut gemacht. Wir werden uns später mit ihm befassen. Ja, wir lassen ihn erstmal warten. Oh, die Quest ist aber trotzdem erfüllt. Okay, aber ich kann wahrscheinlich trotzdem noch geben, um Geld zu bekommen. Wenn wir jetzt aber gerade schon im Kloster sind, dann lass uns doch mal ganz fix mit Karas reden, wegen dem Almanach. Lass das doch mal schnell machen. Das hätte ich dir vorher sagen können. Vielleicht gibt er mehr Informationen. Hey, du. So steht es in den Heiligen Schriften. Was macht das Studium? Der Feind hat viele Gesichter. Welche unter ihnen die größte Bedrohung für das Kloster darstellen, ist verdammt schwierig zu bestimmen. Okay, er hat scheinbar keine neuen Informationen über den Almanach. Hey, du. Hey. Oder was, Hyklas? Schon was rausgefunden? Also, ich bin mir ja nicht sicher. Nee, der hat nur das mit den Konstellationen. Okay, dann lasst uns nochmal in den Almanach reingucken. Welche Namen da denn drin standen? Vino? Fernando Hatten war in der Zelle. Malak? Ist das wirklich wahr? War der Hirte bei Benga. Oh, ich weiß, wo der ist. Oh, ich weiß, wo der ist. Bromo hatten wir schon. Engrom hatten wir schon. Randolph hatten wir. Möglicherweise auch schon, aber gehen wir sicherheitshalber nochmal hin. Sekob weiß ich jetzt nicht mehr und Brutus müssten wir theoretisch auch schon haben. Wir gucken einfach mal. Wir gehen als nächstes mal zu Vino, aber erst will ich mir noch Tränke für die Besessenheit holen. Ich habe einen seltsamen Almanach gefunden. Okay, erstmal Besessenheit. Dankeschön. Ich habe einen seltsamen Almanach gefunden. Tatsächlich? Was ist das für ein Almanach? Ich bin mir nicht sicher. Ich dachte, du wüsstest, was damit zu tun ist. Für wahr, das ist sehr beunruhigend. Gut, dass du es mir gebracht hast. Das war sehr klug. Ich nehme an, dass es noch mehr davon gibt. Geh und finde noch weitere dieser Bücher der Verdammnis. Ich vermute, es ist ein Machtinstrument der Suchenden. Damit kontrollieren sie die verlorenen Seelen ihrer Opfer. Die Namen derer, die sie zu übernehmen planen, schreiben sie offensichtlich in die Bücher hinein. Pass auf! Ich gebe dir jetzt diesen magischen Brief. Er wird dir die Namen zeigen, die in den Büchern zu lesen sind. Finde diese Opfer und bring mir ihre Bücher. Das ist praktisch. Dann werde ich nicht immer besessen, wenn ich den Almanach lese. Vorher solltest du wenigstens eins davon Karas zeigen. Ja, das hatten wir vielleicht ja schon. Vielleicht hilft ihm das bei seinen Studien. Aber begehe nicht den Fehler, sie selbst vernichten zu wollen. Du bist ihrer Macht noch nicht gewachsen. Ich gehe gleich nochmal zu Karas. Nicht zu nah, sonst werden sie von dir Besitz ergreifen. Solltest vielleicht hat er jetzt ein neues Gespräch. Hör doch einfach nicht auf zu reden. Dann komm so schnell, wie du kannst, zu mir zurück. Nur hier im Kloster kann deiner Seele geholfen werden. Gibt es keinen Schutz gegen ihre mentalen Angriffe? Möglich. Karas könnte etwas darüber wissen. Dankeschön. Ich kann noch mehr berichten über die Besessenen. Sprich, Bruder. Ich habe noch mehr Bücher der Suchenden für dich. Das ist gut. Ich fürchte jedoch, dass es noch mehr davon zu finden gibt. Suche weiter. Nimm dies. Mit dieser Aufwendung des Klosters wirst du dem Bösen besser begegnen können. Und denke daran, ab und zu in meinen magischen Brief zu sehen.
Es ist möglich, dass sie es auch noch bei anderen versuchen werden, die bisher noch nicht in den Almanachs zu lesen waren. 800 Gold. Gut, dann können wir uns den letzten Kreis der Magie... Du hattest doch gerade erst noch dein... Naja, okay. Lehre mich den letzten... Noch ist es nicht... Nee, können wir noch nicht. Das hier. Alle Drachen sind tot. Das ist wahrlich eine gute Nachricht. Es ändert jedoch nichts an unserer scheinbar aussichtslosen Situation. Die Suchenden sind immer noch nicht abgezogen. Ganz im Gegenteil. Mir kommen immer mehr Berichte zu Ohren, dass sich ihre Zahlen in den letzten Tagen sogar noch vermehrt haben soll. Die Drachen zu töten alleine hat dem Feind noch keinen ausreichenden Schlag versetzt. Wir müssen das Übel an der Wurzel packen. Das hätte ich dir vorher sagen können. Ich habe mit den Drachen gesprochen. Was haben sie gesagt? Sie sprachen unentwegt von der Macht ihres Meisters und dass dieser sich in den Hallen von Irdorat niedergelassen hat. Enos, stehe uns bei. Der schwarze Tempel hat seine Macht zurückerlangt und schickt nun seine Schergen über unsere Welt. Von mir erfährt keiner was. Was sind diese Hallen von Irdorat? Der östliche Beschwörungstempel des Gottes Belia. Es sind ihrer Zahl 4 im Lande Myrtana. Doch dieser ist der wohl furchteinflößendste Tempel von ihnen. Vor etwa 40 Jahren zerstörte man den nördlichen und westlichen Tempel dieser abscheulichen Gottheit. Die tapferen Ritter dieser Zeit hatten alles eingesetzt, um diese mächtigen Bauwerke dem Erdboden gleichzumachen. Die schwarzen Horden des Feindes hatten damals der Überzahl und dem Heldenmut der Ritter und Paladine nichts entgegenzusetzen. Es wäre ein leichtes gewesen, die beiden anderen Tempel auch zu zerstören, um das Land endgültig von dem Übel zu befreien. Doch sie waren nach dem Fall des zweiten Tempels einfach verschwunden. Verschwunden? Ein ganzer Tempel? Ach komm. Spotte nicht. Die Situation ist ernst. Wenn die Hallen von Irdorat tatsächlich wieder an Macht gewonnen haben, wird es schwierig, den Feind zu besiegen. Dazu müsstest du ihn erst einmal finden. Und ich denke, das wird deine nächste und schwierigste Aufgabe sein. Wir werden sehen. Hört sich easy an. Das verloren geglaubte Buch von Xardas, wo ist es? Ich hatte mir schon gedacht, dass du danach fragen würdest. Aber ich fürchte, damit wirst du nichts anfangen können. Es ist magisch versiegelt worden. Ich habe es in unsere unteren Gewölbe gebracht. Und selbst wir haben bisher vergeblich versucht, es zu öffnen. Dieser verdammte Xardas hat sich da einen derben Scherz erlaubt. Kann ich das Buch sehen? Von mir aus? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du da Erfolg hast, wo die größten Meister unseres Klosters gescheitert sind. Aber versuch es ruhig. Talamon wird dich nicht aufhalten. Talamon? Ist das etwa ein Digimon? Talamon digitiert zu... Garugomon. So. Wenn wir jetzt gerade schon im Kloster sind. Wir gehen erst zu Karas, sonst vergesse ich das wieder. Und dann gehe ich in den Klosterkeller. Hey, du. Gibt es einen Schutz gegen die mentalen Angriffe der Suchenden? In der Tat. Ein Amulett, das mit Gestein aus gesegneter Erde angefertigt wurde, könnte eine schützende Wirkung haben. Leider habe ich nicht genug von diesem Gestein vorrätig. Einige unserer Gebetsschreine, die wir errichtet haben, sind daraus gefertigt worden. Alles klar. Ich werde etwas davon auftreiben. Ja, tu das. Aber lass dir bloß nicht einfallen, die Schreine zu beschädigen, hörst du? Nein. Das würde ich niemals tun. Sowas Blödes würde ich niemals tun. Warte mal, hier im Kloster gibt es doch auch einen Schrein. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Geht das da? Ich hätte das nicht gedacht. Nee, hier kann ich tatsächlich nur beten. Schade. Mal einen Magiestab ausrüsten. Ich hätte das nicht gedacht. Und dann gehen wir in den Klosterkeller. Innos leuchtet all denen, die seine Weisheit erkennen. Was soll schon groß schief gehen? Glaubst du wirklich? Okay, noch knapp 6000 Erfahrungspunkte. Sollte jetzt aber relativ fix gehen. Ach, wisst ihr noch ganz am Anfang vom Let's Play, wie wir hier Würste verteilt haben? Das war eine schöne Zeit. Ist mal eine Wurst, Bruder. Es ist dir nicht gestattet, weiterzugehen. Kehr um! Pyrokar sagt, dass ich das Buch von Xardas untersuchen darf. So, sagt er das? Sagt er das? In Ordnung, du darfst eintreten.
Das Buch, das du suchst, liegt dort drüben auf dem Alchemietisch. Ich wundere mich über gar nichts mehr. So. Dann schnappen wir uns das doch mal. Meins. Glaubst du wirklich daran? Hallen von Irdorath. Hier. Xarak Bendardo. Ah, das Buch öffnet sich. Es ist ein Brief und ein Schlüssel in dem Buch versteckt. Die Lampe bringt Licht in die unteren Gefilde. Das finde ich ja ein bisschen... Also, dass halt nach 2 Milliarden Jahren hier im Kloster nie jemand an dieser Lampe gezogen hat, finde ich halt schon sehr unrealistisch. Und was diese Kammer hier soll, weiß ich auch nicht. Ob hier mal ein Durchgang geplant war? I don't know. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Wir wollen hier ein bisschen den Klosterkeller erforschen. Ach, Blitzschlag ist einfach schön gegen die Skelette. Und dieser Dungeon erinnert mich irgendwie immer an Dungeon Lords. Kennt das Spiel jemand von euch? Da ist man ganz am Anfang in so einem Untergrund, in einem Untergrundkanalisation. Unter dem Theater ist man. Und da gibt's so ein Labyrinth. Das sieht 1:1 so aus. 1:1 ist das dieses Gefilde. Kriege ich immer ganz schlimme Flashbacks da dran. Der Blitzschlag ist laut. Ich hoffe, euch fliegen nicht die Ohren weg. Falls ihr das zum Einschlafen guckt, werdet ihr spätestens jetzt wach sein. Das war doch schon vorher klar. Easy. Das ist ja alles viel zu einfach hier. Das nicht sieht, kann ich mir auch nicht mehr helfen. Sich jetzt aber mal noch Mana-Tränke schlürfen. Das liegt doch auf der Hand. Und da haben wir das Level ab. Schaut doch mal. Sehr gut. Das werden wir aber brauchen wahrscheinlich jetzt gleich für die nächsten Runen. Ha, da gehen die Lernpunkte wieder hin. Jetzt ist nur die Frage, wie machen wir die Dämonen? Wir könnten es mit einem eigenen Dämon probieren. Wenn wir Glück haben, spawnt der da drin. Gut. Wenn ich genug Mana hätte. Sehr gut. So habe ich mir das eigentlich vorgestellt. Perfekt. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Aua. Okay, einen Dämon hat er schon umgehauen. Das war, glaube ich, der Dämonenlord. Oh, mein Dämon hat scheinbar verloren. Ich bin gleich bei dir, Dämon. Ich muss hier gerade noch ein bisschen Mana trinken. Nice. Komm schon, dann hauen wir den anderen auch um. Los. Wo ist mein Dämon? Ah, du bist ja wieder wahnsinnig hilfreich, ne? Nein. Ja. Schnapp, schnapp. Das schneiden wir raus. Das kommt nicht ins Video. Scheiße. Ich dachte, der hängt da hinten fest und dann kommt der doch noch raus. Ah, wie mies fies. Wow, mein Dämon ist aber diesmal schnell gestorben, sag mal. Okay. Sieht gerade nicht so gut aus für uns, ehrlich gesagt. Macht denn der Blitzschlag irgendeinen Schaden? Ich kann ihn nicht anvisieren. Dann halt noch ein Dämon. Oh,
Wow, der Dämonenlord hat ja kaum Schaden bekommen. Warum lief das denn gerade so gut? Du, ich habe sehr viel Mana, Dämonenlord. Ich kann das den ganzen Tag machen. Der haut den einfach weg. Seht ihr das? Ich beschwöre einfach nach. Nice. Geht doch. Gott, wie wenig die Heiltränke heilen. Das ist... Manchmal wünsche ich mir doch prozentuale Heilung in Gothic 2. Das wäre manchmal echt schön. Die Dämonen haben ja auch gar keinen Bock, gegeneinander zu kämpfen, ne? Mach mal. Oh, ah, das war ja meiner. Meiner ist ja gestorben. Komm schon. Ich setze 10 Euro auf den Dämon. Alter, meiner ist schon wieder tot. Der muss dringend mal ins Dämonen-Bootcamp. Vor allem nicht mal knapp, ne? Der hat noch sack viel Leben. Dankeschön. Meine Güte. Nie. Moment. Ist das ätzend hier alles? Ich helfe mit. Dankeschön. Oh mein Gott, hat das lange gedauert. Schon ein bisschen unfähig, Dämon, ne? Muss man jetzt an der Stelle halt einfach auch mal sagen. Lesen wir hier mal den Almanach. Ich hoffe, dass die Kuppel aus Erz vor dem Zugriff Belias zu schützen vermag. Der König ist einfällig genug zu glauben, dass wir die Kuppel zum Schutz vor Ausbrüchen errichten. Doch solange wir mit diesem Ratschlag unser Höheziel erreichen, soll es uns recht sein. Ich hoffe, dass uns... Genug Zeit bleibt, uns auf den Kampf vorzubereiten. Sobald die Kuppel um das Minental erschaffen ist, werde ich mit all meiner mir zur Verfügung stehenden Macht versuchen, in den bevorstehenden Kampf einzugreifen. Ich habe genau nach Anleitung einfach Innos geweihtes Wasser auf einen Runenrohling geträufelt und am Runentisch zusammengeführt. Der Runenstein ist zerstört. Ich glaube, dieser Spruch ist wirklich nur im einen zugänglich. Die heilige Aura Innos habe ich dem Klosterschutz übergeben. Sie wird von nun an vom Klostervorsteher aufbewahrt, bis zu dem Tag, an dem sich der eine offenbart. Drenos mögen im bevorstehenden Kampf eine Rolle spielen, doch es ist wohl zu gefährlich, sie offen aufzubewahren. Ich werde sie hier in der Bibliothek lassen. Die Tränen Innos. Verstaubtes Buch und Seekarte zur Insel von Irdorath. Haben wir hier noch was Interessantes zu stehen? Gesetz der Insel. Ne, okay. So, dieses verstaubte Buch. Wo haben wir das? Ich bin mir jetzt sicher, dass es sich bei diesem Bauwerk um die Hallen von Irdorath handelt. Sie befinden sich augenblicklich auf einer Insel nicht weit vor Corines Hafen. Belias Interesse an den Erzminen wird immer offenkundiger. Die Zeichen sind eindeutig. Wenn der eine kommt, wird er jede Hilfe brauchen, die wir ihm geben können. Belia ist schon zu stark. Mir ist es gelungen, einige sehr wertvolle Artefakte zu erwerben und werde sie für den Fall der Fälle hier unten aufbewahren. Ich gehe davon aus, dass der Auserwählte aus unseren Reihen stammt und ich habe ein paar Anweisungen in den Almanach geschrieben. Ich bin mir nun sicher, wir können das Schicksal nicht aufhalten. Sobald Belias sich stark genug fühlt, wird er sich erheben und nach der Herrschaft über die Welt greifen. Ich muss den einen finden, sonst sind wir verloren. Und eine Karte haben wir gefunden. Da hast du dich also versteckt. Verdammt weit weg. Hübsche Insel eigentlich. Brauchen, um dahin zu kommen.
Ja, dann klauen wir uns doch mal eins. Ich weiß zufällig, wo ein Schiff ist. Gut, das hat auch gut geklappt. Hey, ich habe gehört, du warst ziemlich lange im Keller des Klosters. Was hast du herausgefunden? Woher weiß der das? Mit dir will ich jetzt gerade noch gar nicht reden. Das sind doch alles nur Gerüchte. Ich will jetzt erstmal zu Pyroka. Ich will den letzten Kreis der Magie lernen. Ich habe das Buch von Xardas öffnen können. Was? Wie hast du das geschafft? Ich bin daran schier verzweifelt. Xardas hat mir den Trick verraten. Ach, so ist das. Interessant. Ich kann nur für dich hoffen, dass Xardas schlechter Einfluss dich nicht verdirbt. Ach, Pyroka. Geh diesem alten Teufel nicht auf den Leim. Du könntest es bereuen. Darf ich jetzt schon? Lehre mich den letzten Kreis der Magie. Nice. Viel Zeit ist vergangen, seit du den Bund mit dem Feuer eingegangen bist. Viel ist geschehen. Und wir finden keine Ruhe. Du bist der erwählte Innos. Und als solcher wirst du alle Kraft brauchen, um deine Kämpfe zu bestehen. Ich weihe dich nun, Erwählter. Du trittst in den sechsten Kreis. Mögest du das Licht bringen und die Dunkelheit vertreiben. Die Zauberformel des letzten Kreises kannst du nun von mir lernen, wenn du es wünschst. Ich wünsche. Eine Sache noch. Es hat einige Zeit gedauert, bis ich dich wiedererkannt habe. Du hast von mir den Brief bekommen, als wir dich damals in die Barriere geworfen haben. Ja, damit hast du mir das Gefasel des Richters erspart. Und du bist der erwählte Innos. Empfange nun meinen Segen, Erwählter. Innos, das Licht der Sonne und das Feuer der Welt, segne diesen Mann, deinen erwählten Diener. Schenke ihm Mut, Kraft und Weisheit, dem Weg zu folgen, den du ihm bestimmt hast. Ich finde diesen einen Satz sehr schön. Das ist einfach so ein kleiner, schöner Satz nebenbei, dass es sich an den Helden erinnert. Unterweise mich. Feuerregen. Oh, mir fehlt wahrscheinlich ein Lernpunkt, oder? Mir fehlt ein Lernpunkt. Ah! Ah, goddammit! Ich weiß, wo die Hallen von Edora zu finden sind. Der Tempel befindet sich auf einer Insel. Ich habe eine Seekarte gefunden, die mir den Weg zeigt. Das ist großartig. Dann wirst du ein Schiff und eine Crew brauchen, um dem Feind die Stirn zu bieten. Aber bedenke, dass du dafür gut gerüstet sein musst, wenn der Sieg über den Meister von Irdorath gelingen soll. Wo kann ich eine Crew finden? Eine Mannschaft sollte aus Männern deines Vertrauens bestehen. Rede mit deinen Freunden und beachte dabei, dass sie dir von Nutzen sind, wenn du auf der Insel bist. Du wirst auch einen Magier brauchen. Nur leider kann ich hier im Kloster keinen Mann entbehren. Du wirst einen Magier fragen müssen, der seinen Dienst nicht hier im Kloster verrichtet. Okay. Die Prophezeiung erwähnt die heilige Aura Innos. Die Aura Innos ist ein Amulett, welches nur den größten Magiern eines Zeitalters vorbestimmt ist. Kann ich's haben? Was ist das für ein Amulett? Man sagt, dass es von Innos selbst geschmiedet wurde und den Menschen als Geschenk gemacht wurde. Es schützt den Träger vor jeglicher Art von Schaden. Kann ich es haben? Was? Was willst du damit? Gegen den Drachen antreten. Ja, natürlich. Ich werde dir das Amulett geben, aber gehe sorgsam damit um. Ja, ja. Ich möchte es nicht später bei einem Händler zurückkaufen müssen. Nutze es gut. Und gleich mal verkaufen. Alle Zeit über dich. Ich weiß gar nicht mehr, wie das funktioniert hat. Ich glaube, das war so, wenn du das angelegt hast, warst du für 10 Sekunden oder so unverwundbar? Wir müssen gleich mal gucken. Was sind die Tränen, Innos? Die Tränen Innos sind eine alte Kindergeschichte. Sie handelt von der Urzeit, als der Kampf zwischen Innos und Belia begann. Ich habe diesen Trank gefunden. Das kann nicht sein. Ich kann es nicht glauben. Was ist denn? Wenn das wirklich die echten Tränen Innos sind, dann... Wohl kaum. Unterbrich mich nicht! Wenn das die echten Tränen Innos sind, dann haben wir eine mächtige Waffe
gegen den Feind. Was meinst du mit Waffe? Es ist überliefert, dass die Streiter Innos unter dem Einfluss dieser Substanz zu fast übermenschlichen Leistungen imstande waren. Sie waren immun gegen alle Arten der Erschöpfung und hatten die Kraft zweier Bären. Die größten Heldentaten vergangener Tage waren nur durch die Tränen Innos möglich. Verstehe. Aha, die haben also gecheatet. Tränen können ebenso Leid und Tod bringen. Nur Angehörigen unseres Ordens ist es möglich, diesen Trank zu trinken. Allen anderen, ja selbst den Paladinen unseres Herrn, stünde ein grausamer Tod bevor. Ja, dann hau weg die Scheiße. Was sind jetzt die Tränen Innos? Als Innos erkannte, dass er Belia, seinen eigenen Bruder, bekämpfen musste, um die Schöpfung zu erhalten, wurde er sehr traurig. Er begann zu weinen und seine Tränen fielen herab auf die Welt. Es waren viele Tränen, denn sein Herz war so voll Trauer, dass er 13 Jahre weinte. Kommt zum Punkt. Die Menschen, die seine Tränen fanden und von ihnen kosteten, wurden erfüllt von einer übernatürlichen Kraft und Klarheit. Sie erkannten die Weisheit von Innos Schöpfung und begannen, ihm zu dienen. Sie waren die ersten Mitglieder der Gemeinschaft des Feuers. Die Tränen gaben ihnen Kraft, Mut und Weisheit. Doch das ist alles sehr lange her. Und schon seit über 250 Jahren hat niemand mehr eine Träne Innos zu Gesicht bekommen. Okay. Dann hauen wir mal weg die Scheiße. Wo habe ich die denn? Naja, also 5 Stärke und 5 Geschicklichkeit ist jetzt schon ein bisschen schwach. Okay. Gut, das Amulett wollten wir uns noch angucken, ne? Schutz vor jeglichem Schaden. Die Frage ist halt, wie lange? Okay, aber das ist ja eh unerheblich. Wir brauchen nämlich ganz dringend noch ein Level Up, damit wir den verdammten Feuerregen lernen können. Goddammit. Wer erzählt denn sowas? Oh, und die Tränen Innos geben scheinbar Geschwindigkeit. Das ist ja super. Ich frag ja keiner. Hui. So, dann lass mal noch mit Milton reden. Hey. Weil den wollen wir natürlich mit auf Schiff nehmen. Ich habe alle Drachen getötet. Ehrlich? Das ist ja mehr als ein Hoffnungsschimmer am Horizont. Jetzt müssen wir dem Bösen nur noch den Kopf abschlagen. Wenn du das geschafft hast, dann werden wir den Krieg gewinnen. Ich? Natürlich du. Wer denn sonst? Ich weiß jetzt, wo sich der Feind versteckt hält. Es ist eine kleine Insel, nicht weit von hier. Das ist unsere große Chance. Wir müssen sofort aufbrechen und das Böse endgültig vernichten. Hast du schon mit Diego darüber gesprochen? Ich denke, er wird dich begleiten wollen. Was ist mit Gorn? Rede mal mit ihm. Ich habe gehört, dass er wieder aus dem Minental zurückgekehrt ist. Und vergiss Lester nicht. Wenn du ihn nicht aus seinem Tal herausholst, wird er dann noch vergammeln. Meine Rolle dabei kenne ich auch schon. Ich kann dein Mana steigern und dem Runenbau behilflich sein, wenn wir gegen den Feind antreten. Wann geht's los? Willkommen. Willkommen an Bord. Wir treffen uns am besten am Hafen. Warte dort auf mich. Gut. Wenn du soweit bist, werde ich dort sein. Wo soll ich nach einem Kapitän suchen? Frag doch mal Jorgen. Der ist doch Seemann. Warum wird es plötzlich so hell? Was wenn ist denn jetzt kaputt? Wenn ich dir nicht weiterhelfen kann, wirst du auf den Bauernhöfen oder in der Stadt nach jemandem suchen Hallo? Müssen, der ein Schiff steuern kann. Sprich am besten mal mit Lee oder geh zum Hafen von Corinnes. Was Besseres fällt mir im Moment nicht ein. Was ist denn jetzt kaputt? Milton, was hast du gemacht? Okay, dann reden wir doch mal mit Jorgen. Wo kommst du her? Ich war Kapitän eines großen Walfängers, mein Junge. Die See ist mein Zuhause. Mein Schiff, die gute alte Magdalena, ist vor einigen Monaten von Piraten versenkt worden. Und nun bin ich hier gestrandet. Ich wünschte mir nichts mehr, als wieder in See stechen zu können. Doch seit ich hier bin, hat in dem verfluchten Hafen kein Schoner mehr angelegt. Das einzige Schiff, was in Corinnes vor Anker liegt, ist die verfluchte Kriegsgaleere des Königs. Und die nehmen keine Leute. Was bleibt mir denn noch? In der Stadt gibt es keine Arbeit für mich. Ich lasse nichts unversucht. Ich könnte dir vielleicht einen Job als Kapitän anbieten.
Du willst mich doch wohl nicht verkohlen, mein Junge. Also wenn das wahr ist, dann bin ich doch sofort dabei. Es gibt da nur ein kleines Problem. Ich habe den Novizen hier die halbe Vorratskammer weggefressen. Sind ganz schön sauer, die Jungs. Glaube nicht, dass mich der oberste Magier hier einfach wieder so gehen lässt. Ich muss erst meine Zeche bei Pyrokar abarbeiten. Tut mir leid. Ja, du. Also das ist ja überhaupt kein Problem. Pyrokar ist ja super einsichtig und überhaupt nicht kleinkariert. Der wird bestimmt direkt zustimmen, damit wir die Welt retten und quasi Belia aufhalten. Der wird doch jetzt nicht irgendeine Mini-Quest für uns haben, um das zu erledigen. Also das wäre Quatsch. Jorgen ist ein erfahrener Seemann. Er könnte mir helfen, zur Insel von Irdorath zu kommen. So einfach wird das nicht gehen, fürchte ich. Ach ja, Mensch, so eine Überraschung. Er hat sich verpflichtet, für die Bruderschaft zu arbeiten. Er hat weder den Tribut entrichtet, noch ein Schaf ins Kloster gebracht. Jorgen muss erst seine Arbeiten verrichten. Dann könntest du ihn mitnehmen. Wie lange wird das dauern? Er hat die Vorräte aufgebraucht, die einer der Novizen in 3 ganzen Wochen verbraucht hätte. Und das gleich am ersten Tag. Ja, das ist also nicht satt. Vor 3 Monaten harter Arbeit in unseren Gärten werde ich ihn nicht entlassen. Super, Pyrokar. Nee, ist kein Problem, dann gewinnt halt Belia. Was kann ich tun, um Jorgen jetzt mitnehmen zu können? In der Tat gäbe es eine Sache, die du für mich erledigen könntest. Dein gutes Verhältnis zu Xardas könnte dir dabei helfen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass in seinem Turm in den letzten Tagen recht seltsame Dinge vor sich gehen. Viele Einwohner der Stadt hören des Nachts laute Schreie von dort und seltsame Lichter tanzen über seinem Turm. Als ob wir nicht schon genug am Hals hätten. Sieh nach, was da vor sich geht und sorge dafür, dass es aufhört. Dann kannst du Jorgen haben. Okay. Das hört sich doch vernünftig an. Also, für pyrokanische Verhältnisse. Oh, da hat mein Geschwindigkeits... Das ist eine komische Lampe. Aber okay. So. Alles klärchen. Dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, kommentieren, bewerten. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.